Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte kurz am Ende dieser Debatte zwei Themen ansprechen, die möglicherweise dem einen oder anderen etwas theoretisch anmuten, aber nach meiner Überzeugung für die Zukunft der Europäischen Union von fundamentaler Bedeutung ist. Und sie werden indirekt auch bei diesem Europäischen Rat eine Rolle spielen. Wir haben einerseits eine Europäische Kommission. Sie versteht sich als eine politische Kommission. Sie versteht sich als Motor der europäischen Entwicklung. Sie versteht sich als eine Institution, die dazu da ist, die immer weitere Vertiefung der Europäischen Union voranzutreiben. Im Übrigen unterscheidet das diese Europäische Kommission nicht wesentlich von allen ihren Vorgängern. Und ich will das gar nicht kritisieren, denn es ist ein wesentlicher Kernbestand der Europäischen Union, dass die Kommission versucht, mit ihren Vorschlägen voranzugehen, und so ist das ganze System ja auch organisiert. Wir haben aber auch eine Europäische Kommission, die noch eine andere fundamentale Aufgabe hat, nämlich die Hüterin der europäischen, als Hüterin der europäischen Verträge. Und in dieser Frage, einerseits die Europäische Union voranzutreiben, andererseits für die Rechtsdurchsetzung, für die Rechtsgemeinschaft zu sorgen, sehe ich in den letzten Jahren ein immer stärkeres Missverhältnis aufkommen. Und wenn dieses Missverhältnis sich nicht verändert, reduziert wird, sehe ich eine mögliche Sprengkraft für die Europäische Union insgesamt. Denn die Rechtsdurchsetzung durch die Europäische Kommission funktioniert einerseits erstaunlich detailliert. Wenn ein deutscher Landwirt seine Wiese zwei Wochen zu früh mäht, muss er Strafe zahlen. Das ist auch richtig so, weil er hat nämlich Geld dafür bekommen, dass er sie zwei Wochen später mäht. Wenn aber zum Beispiel, wie 2011 passiert, ein europäisches Land, nämlich in dem Fall Griechenland, vom Europäischen Gerichtshof verurteilt wird in der Frage der Unterbringung von Flüchtlingen, dass Griechenland zu diesem Zeitpunkt schon nicht die fundamentalen humanitären und sozialen Voraussetzungen dafür schafft, dass Flüchtlinge, die in das Land kommen, anständig versorgt werden, dann passiert 5 Jahre lang nichts. Es ist eindeutig, dass Griechenland in diesem Fall fundamental europäisches Recht verletzt und nicht umsetzt. Die Europäische Kommission hat weder ein Vorverfahren noch ein Vertragsverletzungsverfahren noch irgendetwas anderes eingereicht, um diesen Missstand zu beheben. Es wäre möglich gewesen, schon vor 5 Jahren anfangen zu korrigieren. Stattdessen haben wir jetzt das Problem, dass Schengen und Dublin insgesamt fundamental gefährdet sind. Und dieser Europäische Rat morgen übermorgen wird sich ganz massiv und intensiv damit beschäftigen müssen, ganz kurzfristig Lösungen und Teillösungen anzubieten. Dieses Missverhältnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Problem für die Durchsetzung europäischen Rechts und für die Zukunft der Europäischen Union. Ich bin darauf heute gekommen, weil ich mir schon angehört habe, wie Jean-Claude Juncker gestern vor dem Europäischen Parlament in Straßburg aufgetreten ist und was er gesagt hat. Und zwar hat er offensichtlich mit Blick auf eine kleine Darstellung vom Bundesfinanzministerium zu dem Fünf-Präsidenten-Bericht, wo in einem Satz erklärt war, es ist wichtig, dass die politische Aufgabe der Kommission nicht überlappend schädigt die Rechtsdurchsetzungsaufgabe, also die Rolle als Hüterin der Verträge, hat Jean-Claude Juncker erklärt. Er lässt sich von Mitgliedsländern nicht vorschreiben, dass er die Kommission schwächen lässt, indem mehr auf die Rechtsdurchsetzung unabhängig geachtet werden soll. Und nach seiner Auffassung ist es so, dass alles, was zu entscheiden ist, politische Entscheidungen sind. Und die Europäische Kommission ist nur dem Europäischen Parlament rechenschaftspflichtig gegenüber. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht hat das nicht so genau gemeint, aber man kann es so verstehen. Aber ich sage Ihnen eins ganz deutlich. Es liegt nicht im Ermessen der Europäischen Union, selber festzustellen, wo das europäische Recht durchgesetzt wird und wo nicht. Und es liegt auch nicht. Und es liegt auch nicht im Ermessen des Europäischen Parlaments zu entscheiden, wo Recht durchgesetzt wird und wo europäisches Recht großzügig vernachlässigt wird. Wenn diese Europäische Union nicht als Rechtsunion funktioniert, dann wird sie scheitern. Dann ist es nämlich eine Willkürunion. Und da wird von Opportunitätsüberlegungen ausgehend entweder mal Recht durchgesetzt, ganz scharf und straff, und andererseits lässt man es liegen. Und leider
zeigt dieser Fünf-Präsidenten-Bericht, über den wir schon mehrfach diskutiert haben, genau dieselbe Richtung auf. Und zwar kommen die Fünf-Präsidenten richtigerweise, ich will nur dieses eine Beispiel nennen, zu dem Ergebnis, dass eine Richtlinie von 2009, nämlich die Einlagensicherung, bisher, 6 Jahre ist es her, in fast der Hälfte der Mitgliedsländer nicht umgesetzt worden ist. Das heißt, fast die Hälfte der Mitgliedsländer sind ihrer Verpflichtung nicht nachgegangen, leistungsfähige, krisenfeste Einlagensicherungssysteme in ihren Ländern zu schaffen. Und anstatt jetzt nach Wegen zu suchen und Vorschläge zu finden, wie das jetzt endlich umgesetzt werden kann in den Mitgliedsländern. Natürlich gibt es da auch objektive Probleme, dass das noch nicht geschehen ist in Spanien und in Portugal. Da hat auch jeder Verständnis dafür. Aber anstatt jetzt zu sehen, dass es möglichst bald umgesetzt wird, nein, kommt man auf die Idee und schlägt vor, okay, lassen wir das, dann machen wir eine europäische Rückversicherung, eine europäische Einlagenrückversicherung. Das heißt, wir verlagern die Haftung für mögliche Probleme, wo sie nicht umgesetzt ist in den Mitgliedsländern, auf die europäische Gemeinschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier muss eine Grenze aufgesetzt werden. Denn die Menschen in Europa und auch die Menschen in Deutschland werden es nicht akzeptieren, wenn nicht umgesetztes europäisches Recht in den Mitgliedstaaten immer dazu führt, dass immer weniger, die noch leistungsstark sind, die Haftung für nicht umgesetztes Recht in den anderen Mitgliedstaaten übernehmen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist morgen die Möglichkeit, beim Europäischen Rat leicht korrigierend über solche Wege nachzudenken. Ich halte das für sehr notwendig und ich wünsche der Bundeskanzlerin, die jetzt leider nicht mehr da sein kann, alles Gute für die wichtigen und wesentlichen Beratungen morgen und übermorgen. Dankeschön. Der Kollege Detlef Seif hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.